Wow. Oh Gott. Ja, in dem Raum wird eine ganze Menge passieren, nehme ich mal an. Ah, es wird wenigstens erstmal heller. Das ist schon mal schön. Und wir werden bestimmt an irgendeiner Stelle durch den Boden durchbrechen. Darf ich? Da liegt doch was. Nein, das ist nichts Interessantes. Na gut. Aber hier haben wir was Interessantes. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, bin ich mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich, dein Freund und Agent, Thomas Caldwell. Mach ich nicht. Ja, das mache ich nicht, hat er mit handschriftlich drunter geschrieben. Und ich nehme mal an, dass sich das auf das I believe in you bezieht. Also nach dem Motto, ja, I know you still have it in you, I believe in you. Und er halt, I don't. Also er glaubt selber nicht an sich. Also würde ich das interpretieren. Und hier haben wir schon wieder diese rote Vase. Und eine Truhe. Was ist da jetzt passiert? Sieht doch jetzt wieder genauso aus. Oh. Ah, in der Truhe flüstert es. Wir haben einen weiteren Gegenstand. Oh, stimmt. Den gab es ja auch noch. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ah, krass, er hat ihm einen Maulkorb verpasst, weil er zu viel gebellt hat. Also ich kenne mich ja mit Hundeerziehung nicht aus, aber ich dachte, Maulkörbe bekommen nur die Hunde, die Leute beißen, andere Leute, und die man nicht erzogen bekommt, dass sie halt keine Leute mehr verletzen in der Hinsicht. Da kann ich das verstehen, aber bellen? Hallo? Verschwindet immer weiter. Oh. Ein Auge. Zwei Augen. Oh. Oh. Oh no. Jetzt auch immer öfter, dass wir uns quasi
dass wir quasi wieder wie aufwachen und uns wieder erheben. Das war, glaube ich, am Anfang, als solche Sachen passiert sind, nicht unbedingt der Fall. Ich nehme mal an, das ist immer noch die gleiche Kommode. Ja. Jetzt haben wir hier die ganzen Bilder und es ist die ganzen Bilderrahmen und es ist kein einziges Bild da. Ja, das ist interessant, dass die Frau versucht hat, Feuer zu legen und seine Bilder anzuzünden. Das ist sehr interessant. Ja, okay. Ist auch nur noch der Maulkorb. Oder ist es einfach eine Lüge, die wir unserem Freund erzählt haben, weil wir selber vielleicht sowas gemacht haben und es aber nicht mit dieser Schuld nicht leben können und das dann verdrängt haben? Sieht aus wie unsere altbekannte Kreuzung. Ja, genau. Hier haben wir auch wieder die verkettete Tür. Das ist auch interessant. Die kommt halt offenbar in jedem Kapitel mindestens einmal vor. Aber es gibt kein Licht. Mal wieder. Und es gibt wieder zwei Türen. Warum nur, habe ich mir gedacht, jetzt muss doch noch irgendwie was passieren. Diese Kreuzung, auf dieser Kreuzung passiert immer irgendwas. Oh. Das scheint eine Sackgasse zu sein. So, gucken wir uns die mal näher an. Oh. Oh, okay. Leinwandkrabbler. Masse, pulsierendes Fell, wie Gift zu malen, Feuer, letzter Ausweg. Die Übersetzung wird auch irgendwie immer komischer. Ich glaube nicht, dass die Leinwand weiß ist, aber man kann nicht erkennen, was drauf ist. Ja, vielleicht hat er doch versucht, seine eigenen Bilder anzuzünden. Einfach weil er dachte, das ist das Letzte, was gegen die Ratten hilft. Wow. Ist es das alles wert? Farbe, die von der Decke tropft. Farbe und Blut sind ja jetzt quasi synonym seit dem zweiten Kapitel. Oh nein, nicht schon wieder du. Wir wissen ja jetzt, dass das der Stuhl unserer Frau war. Okay, ist leer. Das sieht vom Licht her auch sehr interessant aus, aber das ist kein Gruseleffekt. Das ist einfach nur so, die Lichtkegel, die sehen halt so aus. Oh. Wow. Aber das sieht ehrlich gesagt nach der Frau aus. Das gefällt mir nicht. Ja, erstmal haben wir einen Zeitungsartikel, wo wir uns ein bisschen entspannen können. Wie, er will den nicht lesen?
Wieso will er den nicht lesen? Doch, jetzt. Darf ich? Ich muss die Schublade noch weiter rausziehen. Ich kann die Schublade nicht noch weiter rausziehen. Come on. Danke. Ist das, was ich denke, was da steht? Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich nicht weiterentwickelt. Edith, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rückschritts geworden. Und dann ist mit Stift drüber geschrieben, fuck you too, du kennst mich mal, ja. Was sehen wir hier noch? Mayor, Conceal, Council, Hold Session in New Hall, Bürgermeisterversammlung Neue Halle. Naja, ist nichts Interessantes. Also ich meine, sonst wäre es natürlich auch übersetzt gewesen, aber hätte ja sein können, dass uns das noch irgendwie, dass es den Übersetzern so ein bisschen entgangen ist, dass da unten vielleicht noch was Interessantes ist. Okay. Ich möchte mich eigentlich in diesem Raum nicht weiter umsehen. Ach, da ist der Whisky, der flackert. Ich dachte, die hatten den Alkohol schon. Wahnsinn. Die Farbe pulsiert und fließt. Nee, pulsieren tut sie nicht, aber sie fließt. Sieht schon sehr beeindruckend aus. Wir öffnen erstmal den Schrank. Der kein Schrank ist. Okay. Gut, dann nehmen wir erstmal den Gegenstand. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God. I'm sorry. Er war wirklich ein unglaublich schlechter Vater. Wozu brauchen wir das? Wahrscheinlich, um in den nächsten Raum zu kommen. Nur der Sturm draußen. Okay. Diesmal ist es so ein richtiger Schrank. Aber es sieht nicht so aus, als würden wir das brauchen, um in den nächsten Raum zu kommen. Das sieht nach einer ganz normalen Tür aus. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht irgendwie... Nicht, dass da... Nee, eigentlich hat es nichts damit zu tun, ob wir nochmal in den Raum mit der Leinwand zurück können, aber... Okay. Nein, hier scheint nichts zu passieren. Da liegt schon wieder eine Ratte auf dem Fensterbrett, die bestimmt gleich wieder verschwinden wird. Ja. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt nicht mitgenommen hätten, dann Pech. Okay.
Just why? Jetzt haben wir es wohl nicht mehr, oder wie? Nee, jetzt haben wir es nicht mehr. Das ist doch doof. Also ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass sie eine unglaubliche Wut auf uns hatte, in jeglicher Form. Und vielleicht ist das, was wir hier sehen, auf gewisse Art und Weise auch, was er glaubt, wie wütend sie auf ihn ist. Er hat sie ja für ein Monster gehalten, sozusagen. Also, dass er sie jetzt natürlich dann auch als Monster hier sieht. Aber ich finde es von dem Spiel ehrlich gesagt keinen so sonderlich tollen Move, sage ich mal, dass die Frau jetzt hier ständig auftaucht und ihn versucht umzubringen. Es ist irgendwie, das passt nicht so ganz zu den restlichen Horrorelementen. Auch wenn es natürlich schon ein bisschen dabei ist zu eskalieren, aber trotzdem. Oh nein, wir sind immer noch. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Oh krass, die ganzen Zahnräder. Und Ketten. Das ist ein Kindheitsweinen, aber ganz komisch verzerrt. Ich möchte da eigentlich nicht so genau reingucken. Wow. Das könnte natürlich auch wieder unsere Frau sein. Ach, und hier können wir noch nicht mal irgendwie mit interagieren. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich an der Kette ziehen und dann geht es auf und dann müssen wir da lang oder so, bestimmt. Ja. Oh. Ein bisschen Schmerz reicht weit. A little pain goes a long way. Ja, es ist, man könnte es vielleicht auch wirklich so ein bisschen so sehen vom Design her, als wäre das hier eine riesige Foltermaschine. Wow. Aber hier tut sich nichts. Ja, doch, jetzt. Das klang sehr schmerzhaft. Und jetzt fehlt er die Tür, okay? Beziehungsweise nicht okay. Aber wir müssen weitermachen. Achso, wir müssen immer bis zu einem gewissen Punkt ziehen und dann hören wir immer irgendwas schreien und... Oh Gott. Und es verschwimmt auch jedes Mal kurz. Ich rechne jedes Mal damit, dass die Frau dann sofort wieder auftaucht und uns das heimzahlt. Ah. Ah, jetzt kommen wir raus. Okay, danke.
Das ist eine Sackgasse. Ach so, nee, da hinten ist eine Tür. Aber was hat es mit diesem Hebel auf sich? Ah, das ist schon wieder unsere Kreuzung. Okay, was passiert, wenn wir den Hebel drücken? Wir haben Licht. Okay. Ich meine, das ist ja auch eigentlich kein klassischer Lichtschalter, sondern wirkt viel eher wie so ein Stromhebel für so einen elektrischen Stuhl oder sowas. Ja, und ich habe ja schon festgestellt, auf dieser Kreuzung passiert immer irgendwas. Und es gibt auch immer Ratten. Oh, und da unten haben wir wieder irgendwas. Irgendwelche Stifte oder sowas. Die hatten wir in der Werkstatt. Die Pinsel, genau. You fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Hat er hier mit seiner Frau gesprochen oder mit seiner Gabe? Also als er gemeint hat, er holt sie wieder zurück. Oh. Ach so, ne. Und es ist eine Sackgasse. Es passieren also wieder schlimme Dinge in diesem Raum. So, ich kann die Lampe hier noch anmachen. Nur leider bringt mir das nicht viel. Ah, ein Salon mit Uhr. Wir könnten die Lampe ausmachen. Das Bild, so wie es verkehrt rum dort steht, das hat was von dieser Tarotkarte, der Gehängte. Was eigentlich wunderbar zu ihm passt, wie ich finde. Jemand, der festsitzt und nicht weiterkommt. Also mit meinem sehr, sehr, sehr geringen Tarotwissen. Was ich mir irgendwann mal in Teenager-Zeiten angelesen hatte, als ich sowas mal cool fand. Sie läuft da vor dem Fenster lang. Okay, jetzt können wir ihn nicht mehr betätigen. Ja, das war klar. Ich möchte nicht zu dem Fenster gehen. Ich möchte auch eigentlich nicht... Ich kann auch gar nicht hier hinten hingehen. Ich kann nur... Oh nein, ich kann nur zum Fenster gehen. I don't want to... Ich muss irgendwas in diesem Raum provozieren. Och nö. Ich
kann wahrscheinlich nur zum Fenster gehen und gucken. Oder ich kann das Licht ausmachen. Das kann ich natürlich auch noch machen. Ah, da haben wir jetzt eine Tür. Okay. Wahrscheinlich sah sie so mal aus. Also nicht so verdreht, aber ich meine so im Gesicht, vom Gesicht her. Ah, jetzt haben wir hier wieder etwas, was flüstert. Die Palette. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Er war wirklich extrem verzweifelt, okay. Ja, er hat vielleicht auch einfach der Frau die Schuld gegeben, dass er nicht mehr malen kann. Er hat ja sowieso seiner Frau für alles die Schuld gegeben. Tja. Es hätte alles so gut sein können für euch beide. Oh, der Aufzug. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder entscheiden? Oh. Ach so, wir müssen erstmal zumachen. Ja, heißt das jetzt, es geht nur in eine Richtung? Oder was genau heißt das jetzt? Ich möchte eigentlich schon ganz gerne wieder nach oben fahren, wenn ich ehrlich bin. Naja, es ist eigentlich völlig egal. Ah, ja, wir fahren auch nach oben. Okay. Ja, diese Etage kennen wir. Ah. Ja. Da oben läuft sie rum. Okay. Wir sterben immer öfter. Das gefällt mir nicht. Sind wir jetzt auf dem Aufzug? Wahrscheinlich. Oh. Okay. Geht wahrscheinlich nur der mit dem Stuhl auf. Oder auch nicht, aber dann passiert irgendwas, wenn wir das versuchen. Jetzt gibt's hier einen Stuhl. Okay. Jetzt verschwindet er auch. Jetzt gibt's hier den Kinderstuhl. Wow. Oh. 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 Okay.
Können wir eigentlich in die... Nee, in die andere Richtung können wir nicht schieben. Wir können nur in eine Richtung schieben. Okay, aber wir haben immer noch das Licht, wie als würden wir auf dem Fahrstuhl draufstehen. Ah, schön, dass wir den Schrank hier noch aufmachen können. Oh. Schön, dass die Uhr noch geht. Okay. Wow. Und auch in diesem Raum wird irgendwas passieren, denn es ist eine Sackgasse. Wir hören schon wieder komische Geräusche. Aber es ist so, also die Tatsache, dass er vielleicht versucht hat, wegen der Ratten seine eigenen Bilder zu verbrennen, das ist das erste Mal, dass das Rattenthema quasi hier in diese Hauptgeschichte reinfließt. Sonst wäre ja diese Rattengeschichte immer einfach da, aber völlig losgelöst von der Hauptgeschichte. Es flüstert wieder. Jetzt haben wir eine ganze Menge Gegenstände. Oh, die Uhr, stimmt, die kaputte Uhr. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Es klingt mega bedrohlich, wenn er so einen Kinderreim aufsagt. Was passiert jetzt?